Hi und willkommen zurück bei Atlas. Ich weiß, heute sehr komische Kameraperspektive, weil mir oben die Halterung abgebrochen ist. Deswegen heute ab heute von da erst mal eine Weile. Jetzt habe ich glatt mein Bildschirm verrückt. Wo sind wir stehen geblieben? Letzte Folge Schiff angefangen. Schiff da. Habe auch in den Kommentaren noch gelesen, dass einer meint, wenn ich jetzt hier so einen neuen so eine Planken noch anmache, dass ich noch Sailings brauche. Wo? Was? War doch gar nicht in dem Dings drin, in den Booms. Ihr wisst schon. Achso, auf jeden Fall, ich mache hier jetzt, Vögelchen, die Planken an der Seite ran und dann gucken wir mal, was noch fehlt. Also, wenn er. Er hat gesagt, irgendwie Sailings. Kann ich auch nicht im Inventar. Ich gehe mal ganz kurz in meine Bude. Ich muss mir sowieso was anziehen, denn ich renne hier immer noch halbnackt rum, weil ich einen Charakter ab und zu mal draußen rumliegen lasse. Und ihr wisst, wenn böse Männer kommen, die stecken dir Pfeile in den Arsch. Oder, wie das eine Mal, da stecken sie dir, Kacke in die Tasche. Ich mach mal ganz kurz hier die Gamma-Korrektion. Ich dachte, der Tag geht hier mit schneller voran, aber irgendwie wollte das nicht so. Oder die kacken dir ins Haus und beklauen dich. Oder packen es dir in die Werkbank und beklauen dich. Hallo, Giraffe. Muss ganz kurz mal gucken, wie viel. 9 Stück ungefähr brauchen wir noch. Soll nicht das Problem sein, ich kann, ein bisschen Holz farmen nebenbei. Hier ist ein bisschen Kupfer. Muss mal gucken, Sailings, was meint ihr der? Das normale Holz-Sailings, also hier, also das Rad habe ich hier schon gebaut. Muss mal kurz gucken, Strukturen. Ship Construction. Planke. Deck habe ich ja schon eins drin. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mehrere brauchen. Auf jeden Fall die Planken. Ich mache mal ganz kurz hier den ganzen Scheiß darüber. Können wir hier noch eine bauen? Wo dann scheitert es wieder an ein bisschen Fiber. Ich fahre jetzt noch ein kleines bisschen. Dann versuche ich das mal großteils fertig zu kriegen und dass wir an meinen nächsten Rätseln dran hängen bleiben oder wir heute schon in See stechen können. Also bis gleich. Ich war gerade nochmal die Kommentare durchgegangen. Da stand auch drin, dass ich diesen Loom brauche. Also muss ich den Loom auch noch herstellen, dass wir was machen können. Deswegen brauche ich jetzt einen Haufen Fiber. Ich denke mal, da geht's um die Segel. Weiß ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt einfach nochmal ein bisschen was zusammen. Dann klatsche ich mir irgendwo mal das Loom-Ding hin, dass ich mir Segel. Ich glaube, es ist dafür, dass ich diese Segel machen kann. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr auf einmal sagt, ey, wo kommt denn das Ding auf einmal her? Oder wie hast du die Segel gemacht? Ich versuche es zumindest in die Videos irgendwo ein bisschen zusammenzubekommen. Also, ne? Bis gleich. So, Freunde, ich habe die neuen Planken fertig und ich habe dieses Loom-Ding fertig. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen antrecken. Denn draußen ist es ein wenig kalt. Was? Nein, nur nicht hier drinnen hinballern. Warte mal ganz kurz. Ich stelle das Ding jetzt draußen. Kann ich das draußen eigentlich auf den Boden stellen? Weil ich will jetzt nicht unbedingt noch eine Foundation dahin klatschen. Ach, nee. Also noch Foundations. Ich müsste aber, glaube ich, noch welche drinnen haben, oder? Ich müsste mir jetzt echt neue craften. Habe ich noch welche? Wenn nicht, machen wir mal einfach. Ich mache jetzt einfach mal eine. So. Klatsche mir draußen eine Foundation hin. Dann baller ich das Ding da draußen. Ein Glück, auf diesem Server ist so wenig los, dass ich mich hier völlig entfalten kann. Das ist ganz praktisch eigentlich. Ich mach das Ding jetzt einfach mal hier unten hin. Und Luma. Da war Snappoint. Da ist was Snappoint. So, ist mir jetzt scheißegal, wie das Ding hier steht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hier sind die Segel. Dafür brauchen wir Fibers, Hide und Wood. Das soll echt nicht das Problem sein. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz unten die neuen Planken hin. Dann hole ich mir den Rest da raus, dann gucken wir mal, wie das mit den Segeln funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Und ja, es ist schon wieder Nacht und ich kann euch mal kurz zeigen. War das bei Company? Da, guck. So oft bin ich jetzt gestorben. Wurde bei der Giraffe getötet. Ja. Man wird ab und zu von Giraffen getötet, Freunde. Nee, das ist immer so richtig bekloppt. Stell dir mal vor, ich stehe unten mal an einem Baum und du klopfst Holz weg. Ne? Du stehst da, und dann kommt eine Giraffe und stellt sich einfach dazwischen zu ihm. Ey, guck mal hier, der haut dagegen, ich hau mal mein Bein dazwischen, dann will die Giraffe dich umbringen. Dann das zweite Ding, wo man sich eigentlich selbst tötet. Du bist eigentlich immer auf der Suche nach Fressen und diesen Vitaminen. Ich meine, das finde ich ganz geil, aber die, oh, ich sag's jede Folge, dieses nervige das hört ja nicht auf. Oh, wenn er das ein-, zweimal macht, okay. Aber doch nicht so oft. Ey, das geht einem so hart auf den Sack, dass bringst du dich lieber selbst um. Oh, das ist so richtig penetrant nervig. Das ist, also bei Ark fand ich das damals schlimm.
Aber hier haben sie es echt total übertrieben. Warum muss das denn so übertrieben sein? Oh, gut, jetzt haben wir die Planken dran. Geht jetzt weiter. Ich brauche... Hast du so ein Drehdings dann? Ja, das hast du dran, ne? Fehlt denn jetzt? Ich meine, ich kann Hunger, Place Request, okay. Müssen Sie mal... Guck mir erstmal das mit den Segeln an, wo wir die überhaupt hinflaken müssen. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe irgendwo... Ihr habt was genug mit geschrieben mit Sailings. Ich mach mal einfach eine stinknormale Holz-Sailing. Also, es ist wie so ein Dach. Ich hoffe, das bringt's. Sonst habe ich keine Ahnung, wie ich hier weitermachen soll. Könnte zwischendurch eigentlich... Ach komm, leck mich im Arsch. Ich müsste eigentlich noch... Oder komm, wir nehmen es auf den Weg noch ein bisschen mit. Oh, ich habe so hier Dings fahren, also Strohfarm und sowas alles. Ist ein bisschen mühsam, ne? Normalerweise bei Ark hast du immer irgendwelche Viecher gehabt. Aber hier bist du, wenn du allein bist, ist das völlig ekelhaft. Ich meine, ihr merkt es schon wieder nachts und wir haben vom Anfang der Folge am Tag angefangen. Boah. Bin ich froh, wenn ich meinen eigenen Server habe. Da kann ich so ein kleines bisschen vielleicht einstellen, aber obwohl. Da suche ich mir eher einen Tribe. Und bevor ich da irgendwelche Boost-Scheiß drauf mache, das hat mich immer schon bei Ark angekostet. Das alles immer nur boostet, 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 boostet. Und keiner hat das Spiel mal wirklich richtig gespielt. Also es war nur noch irgendwie, alle wollen immer Boost haben. Boost, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen. Hat hart genervt. Oh, also das ist ja auch ein Survival-Spiel ein bisschen. So ein Survival-Piraten-Spiel. Aber das war dann kein Survival mehr, wenn du sowieso nur mit einem Schlag die Taschen voll hast. So, warte mal, ich brauchte ja... Brauchte... Nein, da habe ich Schlangen getötet. Das Ding brauche ich später. Das brauche ich. Brauche noch davon ein bisschen. Und... War das Holz? Brauche ich... Bin ich überladen und davon. Ich glaube, das war das alles, was ich jetzt brauchte. Was willst du denn, Schwein? So, das baller ich ihm alles hier rüber. Jetzt könnte ich mir eigentlich... Was ist das hier? Das ist das Speed-Segel. Ich meine, kann ich da mehrere jetzt drauf machen oder nur eins? Hier fehlt Fiber für. Was ist das? Medium Handling Sail. Und das ist jetzt hier. Die Leiter muss ich auch noch machen. Da brauche ich noch Fetch für, ne? Ich mache jetzt einfach mal hier so ein Segel. Und vielleicht. Gewichtsegel. Ich mach mal das hier. Ich mach jetzt einfach mal alle drei, oder? Und da machen wir mal so ein Rope. Das machen wir auch noch ran. So ein Seil, damit wir vielleicht an der Seite wieder hochkommen. Keine Ahnung. Was brauchte ich denn da? Da brauchte ich... Hab ich wieder vergessen. Fetch. Hab ich noch Fetch? Ich hab Holz, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Wo ist denn mein Fetch schon wieder hin? Da ist mein Fetch. Da ist mein Fetch. Mein Fetch ist in Ordnung. So, rüber da. Jetzt fehlt mir wieder Fiber. Fiber, das ist so nervig, das Zeug zu farmen. Jedes Mal rennst du mit dieser kackblöden Sichel durch die Gegend. Und du arbeitest dich dann so runter. Also irgendwann hat man auch die Schnauze voll, dass die Ausdauer ist alle. Du machst so lange weiter, bis dein Typ verreckt. Das ist dir dann aber auch völlig egal, wenn der macht, dann mache ich einfach den Ton immer aus. Weil das kann ich mir echt nicht lange anhören. Ich weiß nicht, wie geht's euch da? Also die Leute, die das Spiel spielen. Nervt euch das auch so hart wie mich oder bin ich da alleine? Wie gesagt, bei Ark war es halb so schlimm wie hier. Hier ist einfach nur... Oh. Ich werde das, glaube ich, jede Folge... Zumindest... Hallo Katze. Meine Katze besucht mich gerade. Hallo? Guck. Katze. Nur mal so nebenbei, ne? Nicht, dass sie denkt, der Typ hat eine Macke, da ist doch gar keine Katze. Doch, hier läuft die Katze durch die Gegend. Ich denke mal, ein Rope sollte reichen. Mache ich mal rüber. Und ich nehme jetzt einfach mal alle Segel mit. Mir gerade völlig... Häng ich fest. Völlig Wumpe. Wir gucken jetzt da runter. Kamera steht noch, gut, nicht ausgegangen, so wie sonst manchmal. Ich gucke jetzt da runter und dann schauen wir mal, wie das mit den Segeln funktioniert. Wie sagt das mit den Sailings? Was ist denn jetzt los? Das ist schon wieder der Nebel. Gleich kommt sofort Nebel des Grauens.
Mir ist gerade der Name eingefallen. Ich kenne den Film nicht gesehen, aber... so. Ach, okay. Ist ja ein großes Segel, ne? Macht man da so mittig hin? Mach ich das Segel dahin? Jetzt habe ich ja noch zwei, ne? Jetzt habe ich hier das Speed-Segel. Mache ich am besten mal da hinten hin. Und... Ach, ich kann hier bloß zwei drauf machen. Na gut. Ach so. Entweder Gewicht oder Speed. Speed. Und ich habe zwei Dinger, wo ich raufkrabbeln kann. Achso, ich hatte ja noch die Leiter. Kann ich die jetzt... Die mache ich hier so an den Seiten dran. Okay. Mache ich mal eine ran. Ich mache da sowieso am besten zwei, weil ich weiß ganz genau, dass ich ins Wasser fallen werde. So. Das muss ich ja noch irgendwie zumachen hier, ne? So wird das scheiße. Und das Ding überhaupt schon? Hold for Options. Demolish. Options Ship. Group Option. Oh Gott. Ja, da ist noch ein bisschen was drin. Aber ich glaube, einfache Holzplanken mache ich das da unten zu. Machen wir mal ein paar. Wie gesagt, testen muss ich's. Oder... Ach, ich dachte, man, jedes Mal erschrecke ich mich, weil ich habe hier vorhin auch zwei Wölfe unten gehabt. Die haben mich zwar... Die Trampel. Die haben mich jetzt zwar nicht getötet, weil ich den gekonnt aus dem Weg gegangen bin. Ich dachte aber eben, das Schwein wäre das Ding gewesen. So, ich mache mir jetzt einfach mal so. Mache ich mir jetzt zwei Holzdinger. Und dann gucke ich mal, ob ich das da unten zubauen kann. Ich nehme mir gleich das Material mit, dann mache ich mir da gleich mehr. Und dass man vielleicht irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie... man da alles umbauen kann, was alles möglich ist. Wie gesagt, das ist noch die Frage, die im Raum steht. Mach ich mal Fetch Sailing. Wow, what? Sailing. Ey, nicht E drücken. Hier, da, das ist E drücken. Machen wir mal zwei. Ja, einen Scheißballer hier mal zurück. So, die Sailings. Nur mal ganz kurz testen, ob das die sind oder ob ich da irgendwas anderes brauche. Wir sind jetzt gleich unten am Schiff. So, mal gucken. Ich hoffe, das sind die gut, wunderbar. Boah, ich dachte schon, ich muss mir jetzt extra irgendwas einfallen lassen. Dann mache ich das hier so. Ah, gut, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Haben wir das Ding auch geklärt. Machen wir mal ganz kurz hier Tee. Jetzt komme ich hier nicht raus. Warte mal ganz kurz. Rauskommen. Rauskommen. Oh Gott. Nochmal. Einmal E. Und dann mache ich mir... Will hier ein Loch haben. Oder irgendwie mal reinkommen, oder? So. Nee, so. Gut, dann können wir unten rein. Jetzt habe ich bloß zwei Stück gemacht, ne? Gut, dann mache ich mir noch... brauche ich noch eins, zwei, drei, denk mal vier Stück. Dann habe ich das Ding zu. Dann mache ich mir hinten... Muss ich mal schauen überhaupt. Mit dem Steuerrad, wie ich das mache. Müsste eigentlich von der Größe so gehen, oder? Hab ich aber zwei so eine Räder. Also ich habe jetzt musste zwei Masten mit einmal bedienen. Ich weiß, ich hätte den zweiten vielleicht gar nicht drauf machen müssen, aber ich wollte. Ja. Mache ich mir jetzt noch. Ja, wie viel waren das jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Mache ich mir fertig. Dann kommt das Steuerrad dahin. Und dann hoffe ich mal, dass wir fahren können. Ich hoffe es mal. Also ich mache mir jetzt, wie gesagt, ich mache mir die vier Dinger und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich glaube zumindest, ich habe jetzt fast alles. Ich will mal auch noch nebenbei was testen, weil ich glaube, auf dem Schiff kann man auch so eine Art Kabine oder sowas vielleicht drauf bauen. Ich hoffe es. Ich meine, wenn du unten Sailings drin machen kannst, warum kann man dann nicht gleich... Ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht eine kleine Hütte oder sowas. Machen wir die Giraffen. Deswegen habe ich mir noch... eine Wand gebaut und ein extra Dach, um zu gucken, ob das funktioniert. Da ist das Schiff. Slope. Also das Slope ist das Ding hier. Das Schiff ist das Schiff. Und ganz kurz gucken. Wir machen jetzt erstmal hier überall den Boden zu. Stimmt, ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Ich wollte mir noch eine Kiste machen, weil ich mein Zeug unten irgendwie verstauen will. Und muss man ganz kurz gucken, ob das funktioniert. Wenn ich mir... Gut, hier kann ich unter Deck gehen und ich muss mal gucken, die 7. Nee. Also ich muss mir das Bett schon oben drauf bauen. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich habe mir noch ein Seil gemacht. Mal gucken, ob das funktioniert. Das wollte ich eigentlich draußen ran machen.
Aber ich muss es leider... Hallo? Geht das nicht? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Hallo? Kann auch nicht hüpfen. So. Ich habe mir ein Gefängnis, glaube ich, gebaut. Nicht, dass ich hier drin sterben muss, um rauszukommen. Roll for more options. Ah. Ist das irgendwie falsch rum? Hier geht's. Oder auch nicht. Jetzt bin ich unter dem Boot. Hallo? Scheiße, was ist denn nun? Hallo, ich hänge hier am Boden fest. Mann, ich will doch nur aus dem Schiff raus. Kacke, was mache ich denn jetzt? Hallo? Inventar bringt mir auch nichts. Habe ich einfach mal jetzt so gemacht. Und ich hoffe, dass das jetzt auf... Jetzt bin ich schon wieder hier drin, ne? Wie kommt man jetzt hier eigentlich raus, wenn du keine Leitern hier ranmachen kannst? Also schwimmen tut's. Muss man bloß... Jetzt muss man doch irgendwie hier vorne... Genau, wenn es vorne am Rand ist, oder? Das muss doch funktionieren. Er hüpft immer dagegen. Jetzt geht's. Okay. Macke. So, dann brauche ich ein Steuerrad. Das wäre nicht schlecht, wenn ich davon noch was sehen könnte. Warte mal. So, als mittig. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Kann ich nach links lenken? Und es lenkt nach links. Gut, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Komm, zurück. Komm. Komm. Gut, lenken funktioniert. Einmal frei, einmal Tutti. Bist du geankert? Nicht, dass du hier... Gibt's hier überhaupt einen Anker? Voll hier oben. Demolish. Ach, hier musst du extra die Segel einstellen und vorne kannst du lenken. Okay, verstehe. Anderes Ding. Ich wollte gucken. Ah, okay. Ich kann Wände machen. Da kann ich mir so einen kleinen Puff hinbauen, so eine kleine Kabine. Oder hier vorne. Oder da. Das müssen wir das gut. Mit T war das, ne? Hier? Oh. Oh. Ja, das kann ich mir später was ausdenken. Auf jeden Fall will ich irgendwie mal irgendwo regengeschützt sein. Und. Da. Falls irgendwo was ist, ne? Da kann man immer noch. Na gut, hier vorne. Na, doch, doch. Machen hier vorne Lagerfeuer hin. Dann sind wir gelagerfeuert. Und... das Bett habe ich mir auf die 7 gepackt. Falls man dann doch abnippeln sollte. Warum kann ich das da unten nicht reinbauen? Wozu ist das unten überhaupt da? Kann ich nicht wieder abbauen? Ohne dass ich hier was... Nee, ich kann... kannst du nur usen. Warte, dann machen wir das... Dann machen wir das Bett einfach mal... Oh Gott, ich wechsle es immer wieder. Mach ich es einfach hier vorne erstmal hin. So, da habe ich meine kleine Kajüte. So, Wind kommt natürlich aus einer sehr beschissenen Richtung. Den kann ich aber einstellen, oder? Warte mal, ich muss mal ganz kurz prüfen. Oh Gott, wir machen gleich die erste Jungfernfahrt und dann versuche ich das Ding mal irgendwie. Wir fahren aber erstmal auf einem Segel. Voll hier oben. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das Ding hier einstellen. Wenn ich jetzt... Stell's mal so rum. Genau. Oh, kann ich das eigentlich? Oder? Nein. So, jetzt müsste es eigentlich Wind bekommen. Eigentlich. Wenn ich jetzt... Das Segel öffnen. Oh Gott, der musste wirklich echt zu zweit sein. Oh, machen wir auf hier die Hütte. Guck mal, ein bisschen lenken hier die Hütte, das Ding. Komm, nicht hier wegdriften. Wenn ich sage, jetzt geht da lang, dann geht's da lang. Okay. Funktioniert. Ich muss halt bloß ab und zu mal ein bisschen gegenlenken. Press C. Hold, schießen, V.
Brauche ich mal ganz kurz C. Aber da brauche ich ja noch Leute, ne? Ach so, oben mit rechts kann ich dann sozusagen die Leute kommandieren. Unten in links steht, was ich noch alles habe. Und ich muss mal ganz kurz was prüfen. Wenn ich jetzt das Segel hier auch noch aufmache, ich stelle das mal so ein wie das andere. So. Wenn ich das jetzt auch noch aufmache, dann müssen wir eigentlich ordentlich Bums drauf kriegen, oder? Genau, funktioniert. Okay, cool. Gut, du brauchst aber echt mehrere Leute, sonst funktioniert ja nichts. Weil siehst du, wenn ich jetzt hier rumlenke, dann lenke ich zwar rum, aber es passiert nicht allzu viel. Und das Schiff anzuhalten, wird da, denke ich, auch mal kompliziert. Unten ist meine Munitionsarten noch. Boah, das ist aber echt. Also alleine ist das hart. Wenn du so halbwegs einen Kurs drin hast, mach mal das große Segel wieder zu. Das ist mir gerade echt zu gefährlich alleine. Fully close. Dann machen wir mal. Mach auch mal ganz kurz schließen. Ich mache hier mal 20% drauf. Drehe das Ding mal ordentlich ein. Mach mal auf 30 Grad. Da müsste ich eigentlich wieder zurückkommen, oder? Da vorne ist mein Dingelsbummels. Um da mal ein bisschen reinzulenken. So. Wunderbar. Gebe ich mal 30% drauf. Machen wir erstmal voll offen. Du kannst auch schon eigentlich lenken. Na gut, hier kannst du echt nur die Geschwindigkeit aussuchen. Und das Lenken, da musst du wirklich alleine dran kommen. Oh Gott. Habt mir Freunde, das wird in nächster Zeit spaßig hier. Genau rein, da komme ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hinten das Ding schließen soll. Vielleicht fahre ich voll gegen die Wand, pass auf. Muss jetzt mal schauen, dass ich die Segel wieder einhole. Also genau reinfahren werde ich nicht können. Fahre eher irgendwo dagegen. Okay, gute Stopps. Anker. Jetzt schon reparieren, ich habe doch noch nichts gemacht. Wie werfe ich den Anker? Ich habe noch hinten gesehen, oder? Holt mal Options. Option Ship. Change Name. Okay. Wie werfe ich jetzt den Anker? Oder brauche ich da noch irgend so ein Ding zum Hoch und Runter drehen? Weiß ich jetzt ehrlich gar nicht. Nicht, dass das Ding bis morgen weggetrieben ist, dann habe ich einen Batzen. Verstehst du, wie ich es meine? Nee. Denke ich mal, dein Shiphanger. Okay. Medium Wood Gunport. Wie sind die Kanonen? Okay, muss ich mir alles noch ein bisschen anschauen. Hold E. Hier ist doch der Anker dran. Warum kann ich das Ding nicht abwerfen? Oder muss ich da unten irgendwie rein? Oder hier am Dings? Anker? Gar kein Loch hier raus. Scheiße. Ich bin unterm Schiff. Wie geht denn das? Gleich werde ich vom Hai gefressen. So, muss ich hinten wieder auf. Ey, warte, das ist aber auch echt komisch hier. So, Leiter zurück. Hier könnte ich nur so eine Planke oder sowas ranmachen, dass ich die Leute dann vor Bord schmeißen kann. Na gut, Freunde. Schiff ist gebaut. Ne? Muss bloß dann irgendwie rausfinden, wie das mit dem Ankern ist. Deswegen werde ich was versuchen. Ich versuche das jetzt gleich mal. Ein paar Millimeter nach vorne zu kommen. Falsche Taste. Jetzt geh doch mal weg da, du Affe.
Wie sieht er das Boot an? So, 10%. Da haben wir ja mal ganz geflochten da rein. So. Drehen wir das Ding noch mal ein bisschen. Da kommt der Wind nämlich schon wieder richtig schön beschissen. Genau. Fahren wir ganz gemütlich rein. Dann ist das Ding zumindest safe. Alter, ich werd Profi hier. Bis das rauskommen wird wieder, das wird die, nachher die Hölle werden. So. Ach, jetzt zeigt das Ankersymbol an. Also muss ich... Also war das einfach nur zu tief gewesen, oder? Und ganz viele Fischis unter mir. Ich mache jetzt den Fangbäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Oh, hoffentlich hat es dir gefallen. Hoffentlich hat dir meine Dummheit irgendwie... Ne? Du wisst schon. Hat auf jeden Fall funktioniert. Weiß ich Bescheid, weißt du Bescheid. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haust rein, mach's gut. Ciao.